dann bloß sagen, wann ich reinkomme. Kann ich schon. So. Hi. Packen wir's oder was? Packen wir's, Matthias. Jawohl. Wie bist du geschlafen? Naja, mehr oder weniger. Meine 6 Stunden voll gemacht. Ja, ich habe heute ehrlich gesagt kein Auge zugekriegt, weil ich mega nervös für das erste YouTube-Video bin. Du bist nicht nervös, ey. Ja, alles ganz locker. Das Gedampfe, das ist wirklich nur während der Diät der Fall. Danach wird das Zeug weggeschmissen. Das ist mein Süßigkeitenersatz. Und es schaut cool aus. Geht's jetzt hier, Matthias? Ab ins Smart Gym Neumarkt. Der ganze obere Rücken ist halt dran. Gerne auch noch ein paar neue Übungen zeigen, die ganz wenig Leute tatsächlich machen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung eine beidseitige Bizepsenentzündung gehabt, weil ich halt einfach rumhantiert habe ohne Ende. Und habe das aber tatsächlich geschafft, während der Vorbereitung mit gewissen Übungen wieder wegzubekommen. Ohne dass aber jetzt ja irgendwie die Schulter geschrumpft ist, sag ich mal. Ja, da freue ich mich jetzt schon mal. Physiotherapie. Ja, Physiotherapie. Ich habe echt, also das Jahr habe ich ja super Unterstützung gehabt, muss man echt sagen. Von allen Seiten. Vom Trainer bis zur Physiotherapie, bis zur medizinischen Ernährungsberatung. Von euch Jungs. Also gestern war es nochmal essen. Mhm. Also vorgestern waren wir auch essen. Gab es sehr leckeres Essen. Ich muss oder habe natürlich jetzt die ganze Woche schauen müssen. Ich durfte jetzt mal locker machen die Woche. Aber schauen müssen, dass ich nicht über 106 Kilo komme. Weil seit Mailand habe ich halt mega Wasser gezogen. Was hattest du gehabt? Mailand 98? 98,5 war es bei dem Profidebüt am Sonntag. Und ja, wir waren ja dann Pizza essen, Tiramisu, Gelato und alles Mögliche. Da haben wir schon gut reinkam. Da bist du natürlich am nächsten Morgen drin gesessen, wie so ein Michelin-Männchen. Aber was halt echt immer cool ist, ne? Man ist aufgeschwemmt, man ist irgendwie so, man fühlt sich so, als ob man gleich platzt, aber man hat so einen geilen Pump wieder im Training. Man hat einfach wieder richtig Bums und das macht halt schon sehr viel Spaß. Ich bin jetzt dann gespannt, wie die Form aussieht. Oh Gott, soll ich die heute zeigen? Ja klar, musst du die zeigen. Oh nein. Das macht vielleicht ganz viel aus, gell? Zwischen Erlangen und Mailand, das war ja genau eine Woche. Da habe ich auch vom Gewicht her auf alle Fälle ein bisschen mehr gehabt. Und das war bis Donnerstag, Freitag in Mailand, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch. Ich krieg die Form nicht mehr hin. Und wir haben ja die Carbs gar nicht so großartig runtergeschraubt, nur das Wasser und das Salz dann ein bisschen. Und nachdem wir dann entwässert haben, nachts über, du warst ja dann 3-4 Mal pinkeln, aber ordentlich. Und zack, hat es wieder messerscharf ausgeschaut. So, schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Soderle, holen wir mal unsere Waffen raus. Tasche nehme ich auch gleich mit. Ich kann bloß später mal kurz aufmachen, weil ich glaube, das ist neue Kleidung. Überraschungspaket. Ja, Überraschungspaket, ja. Glaubst du, vom Studio schon jemand da? Dann gebe ich einen Espresso aus. Ich habe selber auch einen Kaffeevollautomaten zu Hause, aber ich sauf die ganze Zeit in der Diät im Studio an. Aber der ist halt einfach super lecker. Let's go. Mixen wir das ganze Zeug jetzt noch zusammen. Dann schauen wir gleich, dass wir im Training beginnen, oder? Wie viele Outfits hast du dabei, Matthias? Was ich dabei habe? Ja. Also für Pre-, Intra- und Post-Workout. Das ist jetzt quasi Pre-Workout, Glutamin, das Kreatin, der Pump Booster, ist ein bisschen Salz mit drinnen. Für während dem Training habe ich die hier was. Für nach dem Training das Fruity Whey. Das ist dann auch nochmal gemischt mit Glutamin und ein bisschen Kreatin. Und dann für heute noch ein letztes Mal Rice Pudding. Matthias, wie lange trainierst du jetzt schon?
seit 2007, Mai 2007. Seit 2007? Ja, ja. 4 Jahre, 7, 14, ja, schon lang. Ja, gut, spricht für sich. 16 Jahre. 16 Jahre, also manche Zuschauer sind wahrscheinlich nur immer so alt. Das muss es mal geben. Ich bin ein richtig alter Sack. Das ist jetzt eine Kombination aus mehreren Dingen. Also das ist einmal so ein Pumpbooster-Komplex. Da ist jetzt Salz drinnen, Citrullin, also Pumpelemente, die Blutfluss fördern. Dann die Kombination aus Glutamin, Kreatin. Das hat einen osmolytischen Effekt, das schleust quasi in die Muskelzelle mehr Wasser rein. Das sorgt also dafür, dass du einen besseren Pump kriegst. Auch ob du leistungsfähiger bist. So, das ist Nummer 1. Ich taug momentan das Weiße und das Pinke. Hat zwar eine etwas androgyne Ausstrahlung. Ja, genau, Matthias. Pink, das passt super zu dir. Ja, das ist halt einmal was anderes. Hätte ich das nicht gewusst, dass ich heute vor dir noch posen soll, dann würde ich gestern nicht noch irgendwie. Bin nicht noch irgendwie essen gegangen, hey. Matthias, denkst du, es gibt in der Zukunft mal einen Podcast über dich? Stimmt. Sehr gerne. Ich rede ja sehr gerne und sehr viel. Manchmal viel zu viel. Aber gern, vielleicht auch einmal gern, nicht nur über den Sport. Philosophie auch. Über allgemeine Themen. Ja. Politik vielleicht weniger, weil da ärgert man sich am Schluss nur noch mehr. Wie sieht es eigentlich aus mit Personal Training? Personal Training, das habe ich letztes Jahr schon angefangen. Aktuell habe ich es auf Eis gelegt. Ich habe jetzt letztes Jahr 5, 6, 7 Personen gehabt, weil ich es gescheit machen wollte. Wenn du jetzt natürlich die Masse hast, kannst du dich nicht mehr so gut um die Leute kümmern. Und da ich ja noch Vollzeit woanders beschäftigt bin, war das immer nur auf einen Tag begrenzt, also auf Samstag, dass wir ein Check-in und so weiter gemacht haben. Unterm Strich, aktuell mache ich es nicht. Ich habe es jetzt aktuell auf Eis gelegt. Ich möchte mich jetzt zu 100% einmal auf Bodybuilding konzentrieren, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Wie alt bist du jetzt? 32, oder? Ja. Ich fühle mich zwar nicht so, ich bin irgendwo bei 24 hängen geblieben, geistig. Mir tut auch noch nichts weh, also toi toi toi. Bin nahezu verletzungsfrei die letzten 15 Jahre gewesen, außer dass man mal, wie gesagt, eine Bizepssehnenentzündung oder irgendwas gehabt hat. Aber nie irgendwas abgerissen und so weiter. Und das soll auch so bleiben. Und das Coaching, das kommt vielleicht mal wieder, wenn alles andere drumherum passt. Weil, wie gesagt, wenn ich es mache, will ich es gescheit machen, will die Leute gescheit betreuen, so wie ich das auch von jemandem erwarten würde. Also, was sind eigentlich so deine Ziele für die Zukunft? Für die Zukunft? Ja. Das ist eine gute Frage. Spaß am Leben haben. Ich bin eigentlich echt happy mit dem, was ich alles habe. Auch mit der Arbeit und so weiter. Aber seitdem Corona war, hast du mehr Zeit zum Überlegen gehabt. Und ich habe mir dann damals gedacht, was kannst du eigentlich? Also, was kannst du wirklich gut und wofür brennst du? Und ich habe 2017 meinen letzten Wettkampf gemacht, habe da auch deutschlandweit alles gewonnen gehabt. Habe aber dann gesagt, ab da, Cut, das ist jetzt abgehakt und alles super und so. Und in der Corona-Zeit ist mir das dann bewusst worden, dass ich nicht fertig bin mit dem Ganzen. Dass ich da eigentlich weitermachen will und wissen will, was da noch alles mehr geht. Und du hattest quasi schon damals einen Abschluss gemacht und hast gesagt, okay, jetzt reicht es mir mit dem Bodybuilding. Genau. Ich trainiere nur noch ein bisschen für mich. Genau. Dann habe ich dich und den Chris und halt viele Leute kennengelernt, wie eine neue Studieröffnung und so war. Und es hat sich dann alles ein bisschen so
ergeben mit der Zeit. Dann ist ja wie gesagt Corona gekommen, dann habe ich mir das halt so durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich mir einfach nur gedacht, Mensch, das wäre einfach mal der Hammer, mit dem, wofür man brennt, leben zu können. Also finanziell und keine Ahnung. Du kannst nicht erwarten, dass du von heute auf morgen Millionär bist. Ja, also du hast wirklich Glück, dass du jetzt bei der Kryptowährung oder im Lotto oder irgendwie was gewinnst. Und dann ist doch eigentlich das höchste Gut, dass du Arbeit hast, das für dich eigentlich keine Arbeit ist. Und da ist mir dann klar geworden, das ist der Sport. Egal, ob das jetzt in Richtung Coaching, Supplements, Wettkämpfe, sonst was geht. Und das will ich von Herzen gern machen. Jetzt den Zielen, was ich da eben habe, dass ich jetzt in Sachen Bodybuilding einfach schaue, was mein Körper noch hergibt. Ich habe jetzt einen super Support von allen Menschen um mich herum. Ich habe einen super Kooperationspartner, worauf ich mich mega in Zukunft freue und mega gespannt bin, was ich da rausholen kann. Es ist natürlich mega cool, wenn man so viel positives Feedback bekommt. Ne? Da reitet man schon ein bisschen auf einer anderen Welle. Aber ich versuche da irgendwie am Boden zu bleiben, weil nach einem großen Auf gibt es auch immer ein großes Ab. Sagt man das so? Ja. Wir haben ja schon gesagt, wir haben ja so unsere Clique. Wir haben dann schon gesagt, wir reflektieren dann gegen Ende des Jahres. Und dann stoßen wir mal auf ein Bierchen an, auch gern mit Alkohol. Einfach schätzen, was man dieses Jahr alles erlebt und durchgemacht hat. Einfach dankbar sein für die ganze Erfahrung, für die ganzen Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Also ich glaube auch, das ist klasse. Die Linie ist ja da. Ja, schauen wir mal. Vielleicht hole ich mir jetzt noch so wie bei Dieter Van Tees so ein Korsett. Weißt du, dass es noch schmäler wird? Ja, also wie beim Ausblicken bei dir perfekt. Ne? Beine, Schulter, bla bla. Okay. Es ist interessant, der Mann hat gemeint, wenn du bei der Classic bist, dann müssten sogar ein bisschen Fleisch abwerfen bei den Beinen und dann halt Schultern drum draufpacken. Ja. Genau, genau. Das ist halt noch ein bisschen mehr ästhetischer. Wie gerichtet musst du runter für die Classic? Aktuell. Ich muss den Spannungsbogen halten. Okay. Rücken war, also vor allem Rückentiefe war das dieses Jahr eigentlich eine Riesenschwäche bei mir. Ich habe immer einen weiten Latt gehabt, aber nie so eine richtige schöne Tiefe und Dichte. Die ist jetzt immer noch ausbaufähig. Und es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich eine Sache, eine Bewegung bei den Ruderübungen grundlegend immer falsch mache. Beziehungsweise einfach keinen Fokus drauf gegeben. Ich habe früher bei jeder Ruderübung, egal ob mit einem Kabelzug oder sonst was, folgende Bewegung gemacht. Ich habe immer nur so gemacht. Ich bin hintergangen. Die Bewegung an sich war ja richtig. Aber du musst auch schauen, dass der Muskel gedehnt wird und kontrahiert wird. Das heißt, hochgehen, kontrahieren lassen und dehnen. Also bewusst den Rücken vorgehen und hinter. Also mehr oder weniger die Schultern aushängen lassen, oder? Genau. Kleinen, aber feinen Details den Unterschied machen. Ich habe da Vorher-Nachher-Bild, ne? Vom letzten Jahr, wie ich Wettkampf gemacht habe, ja, die Rücken-Doppel-Bizeps-Pose ausgesehen hat, in diesem Jahr. Das sind Weltenunterschiede. Vielleicht kann man die mit einblenden. Nummer. Das war 2022, die Rücken-Doppel-Bizeps-Pose. Man muss dazu sagen, ich war 3 Tage davor im Krankenhaus, weil ich einen Subileus hatte, also kurz vorm, was war das, Darmdurchbruch. Das war stressbedingt oder was, also ich habe auch Nabelbruch eben gehabt. Aber trotzdem, du siehst hier, dass viel weniger Details waren. Ne? Jetzt zeige ich dir mal, wie es vor einer Woche ausgesehen hat im Vergleich. Und so war es dann dieses Jahr, ein Jahr später. Das ist halt schon ein Unterschied, ne? Also auf jeden Fall mal ordentlich. Also klar, auch von der Härte her, aber auch die Details vom Rücken her waren wesentlich besser, ne? Hat sich schon was getan. Und das ist tatsächlich durch diese kleinen Details mit dieser Dehnung und Kontraktion von den Bewegungen her, das macht schon viel aus.
zwischen dem Wettkampf in Erlangen und eine Woche drauf dann in Mailand nochmal einen deutlichen Unterschied zu sehen. Ja, ja. Also es war schon nochmal noch mal eine andere Härte. Das auf alle Fälle. Also. Die Struktur nochmal, also was hast du da verändert oder was war dann der Unterschied? Wir haben eigentlich nicht viel anders gemacht. Der einzige Unterschied war, wir haben in Mailand noch mehr geladen. Wir haben am Schluss nochmal viel mehr Kohlenhydrate gefuttert und ein bisschen mehr Fette. Weil ich tatsächlich einen Tag vor Mailand sogar noch mal weniger gewogen habe als in Erlangen. Also ich vermute einfach mal, dass der Körper vom Körperfettanteil schon so weit unten war, dass es jetzt einfach mehr gezogen hat. Mhm. Na? Aber vom Trinken her, vom Salz her, war alles gleich. Mal mit so einem Blinkwinkel die Kamera von dir sehen. Da stelle ich mir gerade vor, wie das beim Nick Walker und die anderen aussehen müssen. Die gehen dann immer so hin. Das ist ganz komisch, wenn du das hoch in den Nacken reinziehst, irgendwas passiert da mit den Nervenbahnen. Weil ich habe noch keinen gesehen, der nicht das Gesicht verzieht beim Hochziehen. Das passiert dann immer dieses. Das, was mir nicht noch so krass aufgefallen ist, wenn du halt noch Vollzeit arbeitest, das hat eigentlich einen durchaus positiven Effekt, weil du halt viel mehr Schritte zusammenkriegst tagsüber. Ne? Während der Arbeit, egal ob früh oder Spätschicht, ich glaube, ich komme da auf 15, 16, 17.000 Schritte und ohne Arbeit auf 7. Matthias, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, IFBB Pro Champ zu sein? Oh Gott, da fragst du mir was. Ich kann dir nur das sagen, was ich gerade schon gesagt habe. Ich fühle mich, als ob ich ein Kind rauspresste. Ich bin komplett überfordert. New higher BB Pro, Matthias Howard. Ladies and gentlemen, congratulations to your Matthias, jetzt zeigen wir die aktuelle Form nach dem Fettkampf-T-Shirt aus. Also, Wasserbüffel, gell? Also Leute, das war mein erstes YouTube-Video, ziemlich spontan mehr oder weniger. Deswegen hoffe ich, es war trotzdem eine Unterhaltung wert. Und ja, was sagt man so, folgt meinem Kanal, die Glocke aktivieren. Seid gespannt, was in der nächsten Zeit noch kommt. Wir haben auf alle Fälle ein bisschen was in Planung und ich hoffe, ihr habt dann neue gepflegte Bodybuilding-Unterhaltung. Flo, jetzt bist du dran mit dem Posing. Das machen wir jetzt. Bist du dir sicher? Das meinst, machen wir jetzt. Das sehen wollen? Das wollen die sehen. Hinter der Kamera ist der wahrscheinlich härteste, definierteste Kameramann Deutschlands. Das will ich jetzt denen zeigen. Ja, gut, gib mir meine Kamera. Also Flo, jetzt haben wir hier. Macht aber keine Wettkämpfe, der macht das nur hobbymäßig. Schau mal hin, Alter. Machen wir die Twisted Double Biceps. Ha 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 ha!
Jetzt will ich sehen, dass ein anderer Kameramann so beieinander ist. Das reicht schon.